Und damit Hallöchen und herzlich willkommen zurück, auch auf YouTube, zur nächsten Folge von Red Dead Redemption 2 RP, hier in der Jacques-T-Storyline. Wir müssen ja jetzt unterscheiden auf dem YouTube-Channel, da gibt es ja jetzt zwei Projekte, einmal die Kirche und einmal Curtis und Jacques, die beide auf diesem Projekt hier stattfinden, auf Rancher Stories. Genau, mehr gibt es dazu nicht zu sagen. Und wir gehen jetzt in Richtung Kirche, weil es startet der Gottesdienst. Durch den Neid des Teufels kam der Tod in die Welt. Wisset dies, Feinde. Und ihn erfahren alle, die ihm angehören. Stellen Sie sich den Neid wie einen Wurm vor, der das Herz zerfrisst. Seine Opfer leiden und ihr Frieden ist fern. O Herr, bewahre uns vor diesem Wurm. Bewahre uns vor diesem Leiden. Denn ihr Friede ist fern von jenen, die sich diesem Leiden hingeben. Boah, das ist ja geil mit den Gerüchen. Steht da geschrieben, denn er wusste, dass sie ihn aus Neid üben. Der Leib Christi. Amen. Der Leib Christi. Danke. Bischof heute besoffen. Was ist denn los? Sì, grazie. Bevor wir zu den Schlussriten kommen, möchte ich Sie mit den Ankündigungen der Gemeinde bekannt machen. Liebe Brüder und Schwestern Christi, so sucht die Kirche von Saint-Denis weiterhin gläubige Männer und Frauen, die bereit sind, im Dienst des Herrn zu arbeiten. Benötigen dringend Gemeindearbeiter für karitative Projekte, die Maria Wohl Stiftung, Seelsorge und Organisation von Veranstaltungen. Nun leider, aufgrund der Überfälle auf Mitglieder der Kirche, damit Angriffe auf Gott selbst, musste ich leider unseren allseits geliebten und hochresumierten Pater Berrigan nach Rom schicken, zu seiner eigenen Sicherheit. Ich darf aber verkünden, er ist sicher angekommen. Mich erreichten schon Nachrichten aus Rom, dass er es ist, ja. So müssen wir aktuell ohne unser wichtigstes Mitglied in der Gemeinde auskommen. Wenden Sie sich bitte an mich oder an Signore Doherty, Diakon Doherty zu meiner Rechten, bei Anfragen an die Kirche. Weiterhin muss die Kirche aufgrund dieser vermehrten, völlig unbegründeten Angriffe bedauerlicherweise mitteilen, zum Schutz der eigenen Mitarbeiter wird sich die Kirche vorerst aus dem Norden weitestgehend zurückziehen. Die Aktivitäten werden also zurückgefahren. Die Seelsorge beschränkt sich hier auf das Bistum Le Moyne und die Stadt Saint-Denis. Wenn Sie Anliegen an die Kirche haben, so steht Ihnen hier die Kirche jederzeit offen. Die Kirche plant aktuell, dass, um sich die Sorgen im Leben der Gemeinde zu fördern, so ist es meinem Orden der Benediktiner immer eine wichtige Aufgabe gewesen, das geistige Leben der Gemeinde zu fördern. Daher lädt die Kirche von Saint-Denis alle Gläubigen ein, vor der Messe am Sonntag gegen 20 Uhr an einer Bibelstudiengruppe teilzunehmen. Hier in der Kirche.
Weiterhin plant die Kirche ein großes Erntedankfest. In diesem Monat noch, bei dem die Ernte gesegnet und den Bedürftigen Nahrungsmittel gespendet werden. Wir ermutigen die Gemeindemitglieder, Lebensmittel und Ernteerträge zu spenden für die Maria-Wohl-Stiftung, um die Armen der Stadt zu unterstützen. Und weiterhin, und der letzte Punkt, sollten Sie oder sollten Sie jemanden kennen, der musikalisch begabt ist, sucht die Kirche weiterhin gesangsbegabte Gemeindemitglieder, um die Messe würdig für unseren Herrn Jesu Christi, Nomine Patri et Filii Spiritus Sancti, zu begleiten. Nun wollen wir uns für die Schlussriten erheben. Ich danke Ihnen. So lasset uns beten. Allmächtiger Gott, du hast uns in dieser Messe mit deinen Worten und deinem Leib gestärkt. Bewahre uns vor den Gefahren der Habgier und schenke uns die Kraft, stets deinem Willen zu folgen. Durch Christus, unseren Herrn. Amen. Das Brot reingehauen. Amen. 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 Der Segen des Herrn sei alle Zeit mit euch. Der mächtige Gott möge euch segnen. Nomine Patri et Filii Spiritus Sancti, der Sohn, der Vater und der Heilige Geist. Itemesia, geht hin in Frieden. Wer gleich noch Bedarf hat, zu beichten, vielleicht gerade wegen der heute besprochenen Sünde, werde mich gleich im Beichtstuhl zu ihrer Rechten dort vorne aufhalten. Ich werde mich nur umkleiden. Danke Ihnen für Ihr Kommen, und sollten Sie noch an die Maria-Wohl-Stiftung spenden, so wird Diakon Doherty hier jetzt vor den Altar treten und Sie können sich noch an ihn wenden. Dio grazie. Sì. Gott möge sie segnen. Sie alle. Auch vielen Dank, Sir. Gott möge sie segnen. Schönen guten Abend, Sir. Guten Abend. Aber Gott segne Sie. Gott segne Sie, Sir. Bitte sehr. Auch vielen, vielen Dank. Wem darf ich die mit dem Bedürftigen ausrichten, von wem es kommt? Nun, Montiel, von der Polizei, nicht wahr? Natürlich. Vielen Dank, okay. Mr. Montiel. Das werde ich so ausrichten. Gott schütze Sie. Gott segne Sie. Nun, Sie stören mich wegen Ihnen hier, nicht wahr? Nun, mir ist unweit aufgefallen, dass die zwei Herrschaften dort, einer von ihnen eine Waffe, meine ich, trägt in der Kirche. Sie. So etwas, nun ja, nach dem, was bereits Bischof Paroli erzählt hat. Ja, ich habe davon gehört. Ich behalte die Person im Auge natürlich. Vielen Dank. Gott schütze Sie. Ja, mir gleich aufgefallen, er ist hier hinten reingekommen. Das ja. Naja. Aber wie gesagt, wenn man das im Blick, wenn man draußen auch noch einige Kräfte. Das ist gut. Vielen Dank. Nun, wie ist das aktuelle Befinden? Wie läuft es?
Nun, es könnte der besser sein. Der Beichtstuhl ist geöffnet. Nochmal bitte. Es könnte was? Es könnte etwas besser sein, aber... Besser. Aber es ist so, wie es ist. Man kann nichts anderes machen. Okay. Nun, falls Sie irgendwelchen Redebedarf haben, den nun der über die Kirche hinausgeht, weiß nichts geht über die Kirche, ich meinte das anders, dann sprechen Sie mich gerne an, nicht wahr? Unter Mr. McCoyne. Natürlich. Vielen Dank. Wir kümmern uns, wenn es etwas gibt, was Sie brauchen. Natürlich. Ich danke Ihnen. Danke Ihnen. Ich schau mal zum Bischof. Natürlich. Ich auch. Eure Eminenz. Oh, Verzeihung. Sie können. Ich dachte, bei Ihnen wäre schon jemand. Nein, es ist noch keiner da, aber ich muss dringend gleich mit Ihnen sprechen. Ich weiß, ich habe es gelesen. Wen? Ich hatte sogar einen Traum davon. Gut. Darf ich Ihnen die Gaben geben? Ja, geben Sie sie mir. Ich glaube, der Gentleman... Guten Tag, Signore. Ich hier. Wir kennen uns noch nicht. Nein. Geben Sie mir die Gaben. Ich denke, bei diesem Mann in Uniform sind wir sicher nicht. Sie, ja. Guten Abend, Gott segne Sie. Hey. Segne Sie Gott, mein Sohn. Es ist immer schön, Männer von der Polizei zu sehen bei uns. Schickt Sie Signore McCoyne? Sí, natürlich. Der Chief. Ein guter Mann. Nun, vielleicht sehr für die Kirche ein. Wäre es möglich, dass Sie ein wenig in der Nähe gleich bleiben. Oder sind Sie hier zum Beichten, mein Sohn? Auch, ja. Nun, ich bleibe trotzdem bei Ihnen für die Sicherheit. Gut. Warten Sie kurz, ich beichte. Natürlich. Ich lasse den Mann nur beichten. Nein, nein, Sie kommen rein, Officer. Sí, Lieutenant. Nomine Pater Dei et Filii Spiritus Sancti, vor mich trittst du, reuiger Sünder. Wann war deine letzte Beichte? Zur Beichte müsste ungefähr ein Jahr her. Ungefähr. Aber ich muss dazu sagen, das ist... Hat uns jemand abgenommen, der glaube selbst nicht dazu berichtet. Verstehe, mein Sohn. So hast du ewig nicht mehr gebeichtet. Nun sprich, mein Sohn, was plagt deine Seele? Ich habe Ihre Rede von dem Neid gehört. Es überkommt mich immer wieder. Der Neid? Neid. Gegenüber meines besten Freundes. Worauf bist du neidisch? Oh, er ist einfach so gut aussehend und er hat viel Erfolg bei den Frauen und er ist in allem besser als ich. In Redegewandtheit, er ist viel intelligenter und nun, ich blicke zu ihm auf, aber irgendwie neidisch, tief in mir drin. Schaue ich ihn an und denke, wisse, mein Sohn, du hörtest meine Rede. So vernahmst du auch, dass diese Sünde nicht ohne Grund eine der sieben Todsünden ist. Denn der Neid, er frisst dich von innen auf. Er ist nicht nur schädlich für deine Seele, er ist auch schädlich für das Verhältnis zu Gott. Er ist jemand im Keller, ne? Da und er zerstört die Tür. Das Verhältnis zu den Mitmenschen. Sprich, mein Sohn, wie drückt er sich aus, der Neid, bei dir und deinem Freund? Und ich weiß, man einfach aus dem Nichts schlechte Laune, wenn er auf einmal da ist. Und dann, ich weiß nicht, ich habe das Gefühl, er drückt das manchmal noch so richtig auf, aber nun, er ist Franzose, er hat etwas viel Temperament. Ja. Das ist nicht mit Absicht.
werde dann immer so wütend, manchmal schlage ich ihn. Du glaubst, dass dein Freund mehr Erfolg hat als du? Ja. Nun, wer anstatt eine... Nun, das ist eine sehr schwere Sünde, mein Sohn. Eine Sünde, die dich mit der Zeit auffressen wird, dich und deinen Freund. Es ist eine Sünde, die nur du alleine bekämpfen kannst. Aber wie? Nun, du könntest anstatt dich zu stark auf den Erfolg deines Freundes konzentrieren, dankbar für dein eigenes Leben und die göttliche Gnade empfinden, mein Sohn. Dich auf deine eigenen Stärken berufen und dich dem erfreuen. Du kannst natürlich auch Demut und Dankbarkeit. Nun, du kannst dich darauf konzentrieren. Du kannst täglich für das danken, was er hat, anstatt auf das zu schauen, was dir fehlt. Oder dich mit ihm vergleichen. Weißt du, mein Sohn, die Sünde des Neids lässt uns den eigenen Segen vergessen. Ja. Du musst dein Herz auf das lenken, was Gott dir gegeben hat, und im Glauben daran wachsen. Denn Gott hat einen Plan für uns alle, weißt du, mein Sohn, auch für dich. Wirklich? Auch für dich, mein Sohn. So bist du Polizist. Und zum Schutz der Heiligen Römisch-Katholischen Kirche. Und auch der Bürger. Eine große Aufgabe, eine wichtige Aufgabe, denn wer steht dort nicht in der Dunkelheit wie der Erzengel Michael mit dem flammenden Schwert und schützt die größte Schöpfung Gottes? Es ist so viel Druck. Immer wieder. Weiß, mein Sohn. Und es ist in Ordnung, zu straucheln und zu scheitern. Es ist in Ordnung, dem Druck manchmal nachzugeben und sich Luft zu machen. Bete, mein Sohn, betest du? Ja, regelmäßig. So gebe ich dir die Aufgabe, mein Sohn, für dich selbst und deine eigenen Seelenrettung, deine Rettung deines eigenen Körpers, dass du täglich das Gebet der Dankbarkeit und Demut sprichst. Kennst du ein Gebet der Dankbarkeit und Demut? Nein, nicht wirklich. Warum nicht, mein Sohn? Und ich habe über sowas nachgedacht. Nun, dann lass uns zusammen eins beten, mein Sohn. Hier hinten? Himmlischer Vater. Ja, natürlich. Sprich mir nach, mein Sohn, Scusi. Himmlischer Vater. Himmlischer Vater. Ich danke dir für die Gaben, die du mir in deiner unendlichen Güte geschenkt hast. Danke dir für die Gaben. Danke dir für die Gaben, die du mir in deiner unendlichen Güte geschenkt hast. Hilf mir immer dankbar zu sein für das, was ich habe. Hilf mir immer dankbar. Und hilf mir immer dankbar zu sein für das, was ich habe. Ja. Und mich nicht nach dem zu sehen, was ich eben nicht besitze. Mich nicht nach dem zu sehen, was ich eben nicht besitze. Ja, gut. Oder mein Sohn. Oder mein Freund besitzt. Sehr gut, sehr gut. So lehre mich in Demut zu wandeln. So lehre mich in Demut zu wandeln. Denn ich weiß, dass alles, was ich habe, von dir, o Herr, kommt. Ich weiß, dass alles, was ich habe, von dir, o Herr, kommt. Mache mein Herz frei von Stolz und Neid. Damit ich, anderen in Liebe und Freude begegnen kann. Gib mir die Kraft, die Gnade in meinem Leben zu erkennen. Gnade in meinem Leben zu erkennen. Und den Mut, deine Liebe. Und Großzügigkeit weiterzugeben. Fühle es, mein Sohn, fühle es. Und den Mut, deine Liebe und Großzügigkeit weiterzugeben. Hilf mir, deinen und den Willen deiner Kirche zu tun. Demut und Vertrauen auf deine Führung. Mal bitte, es war so laut. In Demut und Vertrauen auf deine Führung. Durch Christus, unseren Herrn, Amen. Bete diese Zeilen. Ja.
bete sie hart und regelmäßig, mein Sohn. Und wisse, Gott sieht wohlwollend auf dich herab, denn ich vergebe sie dir. Nomine Patri et Filii et Spiritus Sancti. Vergebe dir diese Sünde vor Gott, mein Sohn. Solltest du heute im Dienste sterben, so wisse, dass du durch diese Sünde nicht 7 Jahre im Fegefeuer, danach vielleicht sogar in der Hölle landen wirst. Ja. Danke. Denke daran als Handlung. Empfehle ich dir, bewusst, freundlich und unterstützend gegenüber dem Freund zu sein, den du schilderst. Gerade auf ihn musst du freundlich und unterstützend sein, denn du bist neidisch auf ihn. Das kann natürlich durch konkrete Taten der Nächstenliebe oder durch ehrliche Komplimente geschehen. Wann hast du deinem Freund das letzte Mal ein Kompliment gegeben? Nun, ich denke, es ist nicht so lange her. Wir machen das öfters. Sehr gut. Wir schacken uns dafür, lieben und das... Aber fühlst du es auch? Oh ja. Gerade wenn du diesen Anklang des Neids empfindest, ja, ich brauche dann diesen musst Mann. Du ihn sagen. Du musst es ihm sagen. Immer und immer wieder. Für dich selbst, nicht für ihn. Für dich selbst, mein Sohn. Und für deine Seele. Nun tue Buße und führe das Gebet täglich. Suche die Kirche erneut auf, wenn du strauchelst, mein Sohn. Denn dafür sind wir da. Wir sind Leuchtfeuer in der Dunkelheit für dich. Das hier. Nun für deine aktuelle Buße bete 5 Vater Unser. Ja. Und zeige dem Freund in einer Tat der Nächstenliebe, um das Gift des Neids aus deinem Herzen zu vertreiben, mein Sohn. In nomine Patri et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Hast du noch mehr zu beichten? Du nicht. Ich glaube nicht. Bene, wisse, dass du jeden Sonntag kommen kannst. Und beichten kannst. Okay. Geh hin mit Gott, mein Sohn, frei von der Last, frei von der Schuld der Beichte, in dem Wissen, dass es ein langer Weg ist, den Frieden wiederzufinden, den du verloren hast. Vielen Dank. Ah, da ist er noch, Mr. Doherty. Gut, Sie bleiben hier im Gebäude, ja? Ja, natürlich. Aber natürlich. Ich wollte nur wissen, ob vielleicht die letzten Tage irgendwas vorgefallen ist, was ich verpasst habe. Man weiß ja nie. Man hört einen Namen in der Regel sehr häufig im Moment, deswegen habe etwas Angst. Gut, ja. Kann sich nicht beklagen. Ja, aber das. Wunderbare Gesetzeswiederbesprechung. Hey, sehr ja, schön. Ziemlich lang. Ja. Wie lange ging sie? Wir sind gerade eben zurück. Nun, von wann? Also seit 19:30 Uhr. Du meine Güte. Puh. Nun haben sie es ja geschafft. Und sie haben noch nicht die größten Augenringe, wenn ich das sagen darf. Ja. Die Besprechungen sind eben immer oft sehr langweilig. Ja, rot unterlaufene Augen vom Tränen zurückhalten. Ach du meine Güte. Ja. Hey. Nun, ich habe hier die Stellung gehalten, alles in Ordnung, nichts passiert. Ja, sehr gut, wie lief der Gottesdienst? Ruhig, alles ruhig. War ein Mann da, der kam hier bewaffnet rein. Und man dann besorgt, dass die Waffen abgelegt werden, nicht wahr? Ja, selbstverständlich. Ja, ist alles ruhig. Eine Auffälligkeit an viele Italiener hier, das ist aufgefallen. Ja, die Salieri sehr, sie übernehmen die Hypothek im Norden. Hm. Nicht gut. Nicht gut? Nein, das ist nicht gut. Die Salieri sind... Okay. Ein heißes Pflaster, wenn ich das so sagen darf. Ich glaube, Mr. Takamura kann das besser beschreiben. Okay. Ja. Minelle. Die Vorzeigebürger. Hüllen sich eher in den Mantel. Wenn Sie verstehen. Und mafiöse Strukturen, oder?
Ja, so in der Richtung. Oh. Gut. Okay, dann den Bischof darüber noch informieren. Er hat ziemlich lange sich mit denen noch unterhalten. Ja, man muss diese Herrschaften auf jeden Fall mit Vorsicht genießen. Ja, genau, das werde ich ihm ausrichten. Nicht, dass wir da etwas zu unvorsichtig ergeben. Ja, nicht in irgendwas reingeraten, wo am Ende gar nicht mehr rauskommt. Ja. Würde ehrlich gesagt eher davon absehen, aktuell, weil ich habe ganz guten Draht zu denen. Ich kenne die schon ewig. Ich rede bald. Ja, ja, ich rede bald mit einem von denen. Ja, nun, niemand würde auf die Idee kommen, eine Kirche zu überfallen, oder? Nein, Verrückte das machen. Wäre ziemlich dumm. Ist sonst noch etwas an? Brief. Nein, eigentlich. Das Übliche. Das Übliche, ja. Kontrollieren, dann würden wir sehen, was der Abend mit sich bringt. Hey. Gut. Naja, der Bischof hat mich noch gebeten, noch ein paar Minuten hier zu bleiben. Warum weiß ich nicht, aber irgendwelche Umschläge hin und her gegeben. Verstehe. Vielleicht etwas größere Geld im Umlauf gerade. Ja, gut möglich. Na, trotzdem eigentlich mal Mr. McCoy, den Bischof, fragen, ob er, wo Pater Berrigan überfallen worden ist, ob er die dritte Person gesehen hat. Richtig, aber ich glaube nicht, oder? Ja. Ich glaube auch nicht, ne? Wir können ihn noch ruhig fragen, ja. Und mit der Täterbeschreibung groß und blond ist natürlich sehr. Ja, sehr vage. Und aufpassen, dass nicht noch ein Schiff mit Skandinaviern hier anlegt. Ja, ja, richtig, richtig. Und wir einige passende. Na, kommen Sie. Gehen wir kurz mal runter, schauen. Ja, klar. Oh. Was war denn? Nicht? Rechts. Nach unten gegangen, ne? Könnte sein. Nicht, dass ich ihn da wieder halbnackt auffinde. Nein, nein, das schön. Wieder? Wieder. Haben Sie ihn schon mal? Er wurde auch mal überfallen und hatte irgendwie einen Anfall oder war ziemlich verwirrt und saß dann im Keller halbnackt. Oh, das. Oder von drei Ärzten oder so oder zwei beruhigt und oh, Chaos. Glaub, ich erinnere mich dran. Chaos. Ich erinnere mich dran. Heilige Maria Mutter. Nun, ich denke, wir warten hier. Privatgemächer. Ja, das sollten wir nicht runter. Ich glaube, soweit ich mich erinnern kann, ist da unten auch eine heilige Krypta. Oh. Ist sowieso nichts. Ja, richtig. Ich glaube, es ist da war der Name Dokati, Dekati. Dokati, so Dekati. Jakob, glaube ich, ja. Bohn, ja, genau. Der in der. Ja. Abends. Da vorne ein Unruhestifter. Hat gerade mit der Kutsche Mr. Peters umgeritten. Haben Sie mir stehen! Ey! Holen Sie bleiben, Mr. Montiel! Chantigny Police Department! Denken Sie mal ab! Jay! Fabelhaft! Ui! Oh. Na, die haben Sie erwischt. Ja, ein Glück. Gut. Ja. Ich fahr mal die Kutsche an die Seite. Ich bringe mal zum Arzt.
Ja, der. Wir haben den Sheriff hat ihn erwischt. Sehr gut. Ich habe ihn von der Kutsche geschubst und er hat ihn gleich gegen den Kopf getreten. War schon gut. Der war schuld, oder nicht? Ja, der wird schon wieder aufwachen. Oh ja, oh ja. Ich lege ihn rein, dann kann er sich beruhigen. Ja, genau. Der Bischof. Guten Abend. Oh, vielen Dank. Oh, Verzeihung. Oh, ich habe die Tür mal aufgemacht. Oh. Mhm. Ach, hallo, Sie sind ja... Entschuldigen Sie, Sir. Ui. Ah, da wir bei Sinn, fabelhaft. Mr. Peterson wurde in die Schulter getroffen. Darum werden sich die Marshals kümmern. Okay. Was genau da passiert ist. Nun, der entscheidende Punkt ist, also das muss erstmal nicht Ihre Sorge sein. Ja. Mr. Peterson scheint es nicht lebensbedrohlich verwundet zu haben. Okay. Mir geht es nur darum, der Fall mit Miss Porter liegt bei ihm. Sie sagten, Sie hatten Miss Porter vernommen. Er hatte das dazu noch nicht die Gelegenheit und sie erholt sich jetzt. Dass Sie sich bei Gelegenheit einmal mit ihm in Verbindung setzen. Ja. Ich nehme an, Sie haben nicht seine Telegrammnummer? Ich denke nicht, nein. Sie lassen mich mal eben nachschauen. Nein, habe ich nicht. Gut. Sofern ich meine Schrift richtig entziffern kann, ist... gesagt, dass da naja, aufgrund des Novikova eben auch... Ja, so, verstehen Sie. Deswegen. Oh oh. Ich werde... Aber glauben Sie mir, wie sehr glauben Sie, dass die Kirche nicht nur das Heil der geistigen Seele der Menschen schützen will, sondern auch das leibliche Wohl? Der McCoyne, glauben Sie daran, dass wir deswegen auch hier sind? Ja, sicherlich, ja. Wenn ich Sie also beten würde, mir einen Gefallen zu tun, ohne zu hinterfragen, warum und wozu ich diesen Gefallen brauche, würden Sie ihn tun? Definitiv. Würden Sie mir eine Zelle zur Verfügung stellen, Signore? Eine Zelle? Wollen Sie sich einsperren? Nein, nicht mich. Sondern? Ich kann Ihnen versichern, ich tue dies, um andere Leben zu schützen. Muss ein... Ich kann Ihnen wirklich nicht mehr erzählen, Signore. Ja, ich verstehe das, ja. Und ich hoffe auf Ihre Verschwiegenheit. Nur so weit, dass ich hoffe, dass Ihr Glauben Sie leitet und Sie mir und der Kirche trauen. Natürlich traue ich der Kirche. Wem denn sonst nicht der Kirche? Haben Sie Police Department Zellen, die nicht gleich von jedem einsehbar sind? Im Keller gibt's welche, ja. Würden Sie mir diese Zelle für einen Moment zur Verfügung stellen, Signore? Ja, kann ich machen, das ist kein Problem. Glauben Sie mir, es wird nichts Gesetzeswidriges dort passieren. Sie haben mein Wort, Signore. Ja, das hoffe ich doch.
Im Gegenteil, ich werde Menschen dadurch schützen. Sie müssen mir vertrauen. Vertrauen Sie mir, Chief. Natürlich, Eure Exzellenz. Wenn ich Ihnen nicht vertrauen kann, wem dann? Kommen Sie, Mr. Doherty, wir gehen zum Saint-Denis Police Department. Ja, müssen jetzt gehen. Guten Abend. Precious. Oh, Sie haben keine Zeit. Wir müssen auch nicht verstehen. Worum geht's denn? Ich folge dem mal. Ja, folgen Sie. Ich wollte eigentlich zum Bischof, aber ist egal. Wir gehen zum Police Department, wenn Sie möchten. Kommunikation. Also spüren Sie Ihre Sorgen hinunter. Vertrauen Sie in die Kirche, aber vertrauen Sie vor allem in mich. Sehen Sie mich an, mein Sohn. Ich werde Sie nicht aufgeben. Lieutenant war das, ja? Ja. Würden Sie mir einen Gefallen vielleicht tun? Natürlich. Nun, die Kirche hat ein Gewölbe, wenn Sie durch den Eingang hier vorne reingehen, die Treppe hinunter. Ja. Direkt der erste Gang links, direkt auf der linken Seite liegt ein Beutel. Wenn Sie... Nun, es wäre sehr freundlich, wenn Sie diesen Beutel nicht öffnen, sondern ihn zum Saint-Denis Police Department bringen. Danke Ihnen. What the fuck? Mal den Beutel. Um mein Bein. Oh, boy. Unten ist es verdammt unheimlich. Das glaube ich. Ja. Keiner wird es nicht besser hier. Ja, hier ist wenigstens genug Licht. Da unten ist schon naschkalt und dunkel und nur Fackeln und... Gif? Ja, im Keller, genau. Zelle brauche. Der Beutel. Danke Ihnen. Bitte. Soll ich unter dem Warten oder nach oben gehen? Nein, Sie. Danke Ihnen, bitte. Okay. Sie würden mir einen großen Gefallen tun, wenn Sie niemanden in den Keller lassen würden. Gut. Was auch immer Sie hören. Wir wissen nicht, was... Zum Teil. Hebelbüro. Oh je. Und ich denke, Sie trauen ihm, oder nicht? Steve? Dem Bischof? Bischof, ja. Ja, selbstverständlich. Ist er vertrauenswürdig? Okay. Ist er, ja. Nun, er wünscht, dass niemand den Keller betritt. Keine Ahnung, was da läuft? Weiß es nicht. Wenn ich darüber nachdenke, und ich hoffe, dass die sich nicht umbringen. Nun, wenn da unten jemand tot ist, dann wissen wir ja wenigstens, wer es was war, oder nicht? Ja, richtig, aber das wäre, nicht gut. Das macht doch keinen Sinn. Warum sollten die das hier machen? Ja, ich weiß nicht, was die unten machen wollen. Ja, das will nur nicht. Keine Ahnung. Aber ich, wie gesagt, ich hinterfrag das nicht. Wenn er mich um einen Gefallen bittet, dann tue ich den. Ja, gut. Dann hinterfrage ich das auch nicht. Ja.
Interessieren wird mich trotzdem. Unfassbar. Ja, mich auch. Ich hoffe nur, dass die beiden da lebend rauskommen, was auch immer die da machen. Ja. Marcel, was ist los? Ach, ich hab grad so eine Zuckerwatte probiert oder sowas. Zuckerwatte? Das ist ja total süß. Ja, klar. Das wusste ich nicht. Also, sie überrascht, dass Zuckerwatte süß ist. Nun, ich hab das noch nie. Das ist ja Teufelszeug. Das ist ja total pappig. Ja, Zuckerwatte gibt's hier zu Genüge. Nee. Boah, gut. Tut mir leid. Schon gedacht, es kommt jetzt ein Dämon durch die Tür und sie schreien vor Panik. Ja, und dann läuft ja der Puls jetzt wieder, der Kreislauf. Okay. Die wohl da unten machen. Ich habe keinen blassen Schimmer. Ich auch nicht. Will doch irgendwie gar nicht wissen. Nee. Warum die das da machen? Vielleicht um nicht gestört zu werden. Werden sie in der Kirche eigentlich auch nicht. Ja, aber eine Kirche, ja, da unten, ja. Aber ich meine, es ist frei zugänglich. Theoretisch. Ja, das hier theoretisch auch. Nun. Nicht so offensichtlich, ja, aber... Ja, eben. Man hätte ja auch fragen können, ob wir dort Wache halten. Ja, stimmt. Aber das wiederum würde den Anschein wecken, dass da irgendwas vor sich geht. Egal. Macht ja dauernd in der Ja, stimmt. Wo ist eigentlich Jacques? Wo ist eigentlich Jacques? Ist er doch eigentlich immer... Ich hab keine Ahnung. Verstehe. Vielleicht wieder... Vielleicht hat ihn die Frauenwelt wieder ein. Wie heißt diese Dame noch? Miss Pompadour? Miss Pompadour. Ja, macht immer verrückte Augen. Wahrscheinlich ist es die, mit der er gerade verkehrt. Also unterwegs ist. Ja, natürlich. Hey. Schwindelig. Diese Zuckerwatte ist schrecklich. Oh. Vielleicht als... Hm? Als Gegenstück, was nicht süßes Essen. Ja, gute Idee. Dass der Geschmack verloren geht. Und ich habe gerade wieder getrunken, aber... Bocken so pappig. Ja. Spar. Und sowas in Amerika, ja, ist das so euer? Naja, hier in Saint-Denis, ja. Es gibt einen Süßigkeitenladen, da findet man nur sowas. Boah. Jede Menge Lollis, Schokolade, Zuckerwatte. Jegliche Art von süßem Kuchen. Na gut, Kuchen, da bin ich ja noch irgendwo dabei. Ja, verstehe ich. Leckeren Agaven. Eine Agaventorte, das ist ja wohl schon was Feines, ne? Ja, richtig, richtig. Agaventorte. Jay. Meine Güte. Nun. Ist es. Ist es vollbracht? Alles. Alles gut verlaufen? Nein. Darf ich bitte hier raus? Und natürlich. Ja, klar, kommen Sie.
Ich bin furchtbar hungrig. Ja, na, nun, hat ich jemand von Ihnen. Aber natürlich. Ich danke Ihnen, mein Sohn. Bitte schön. Muss er hin? Weggelaufen. Raus, ja. Wollen Sie es vielleicht erzählen, Exzellenz? Ja, geben Sie mir einen Moment. Was auch immer Sie hören werden, ist da Ronald Doherty ist ein frommer Christensohn, ein guter Mann. Mhm. Ja. Nun, Sie werden sehen. Wir werden sehen, dass es Dinge im Leben gibt, die sich nur schwer erklären lassen. Ja. Ich danke Ihnen sehr. Es ist nicht gut, es ist aber getan, ja. Ja, freut mich, dass Sie helfen konnten, Eure Exzellenz. Oh ja, das war eine große Hilfe und machen Sie sich keine Sorgen. Die Kirche ist dank Ihnen geschützt. Ja, oh ja, natürlich. Das scheint. Natürlich. Nun. Danke Ihnen. Sie noch begleiten zur Kirche, oder? Oh ja, das wäre gut. Ich bin ein bisschen. Weiß auch nicht, ein bisschen schwach auf den Beinen. Seit ich von diesem Wein getrunken habe. Oh, ach du meine Güte. Helf ihn. Mensch, komm schon. Achtung, Bordsteinkante. Bin so müde. Ja. Ja, am besten legen Sie sich gleich schlafen in der Kirche. Hey. Kommen Sie. Haben wir eine Kutsche? Wir haben eine Patrouillenkutsche, ja. Hey, wäre vielleicht nicht schlecht. Wenn ich gerade so. Ja, ja, die Kutsche, stimmt. Die Kutsche, ja, Mr. McCoy. Ich hole eben die Kutsche. Danke Ihnen. Bleiben Sie kurz liegen, bleiben Sie erst kurz liegen. Ich setze mich kurz hin. Setzen Sie sich. Ich schlafe gleich ein. Haben Sie irgendwas eingenommen? Zu sich genommen? Nur den Wein. Und der Wein war pur. Da war nichts drin. Der anders geschmeckt. War ja blockig. Er schmeckte komisch. Er schmeckte komisch. Und von wo haben Sie denn den Wein? Das ist der Messwein aus der Kirche. Exercit imne diese Spiritus in nomine Domini nostri Jesu Christi. Exercit omnicesime Spiritus in nomine Domini nostri Jesu Christi. Was soll ich sagen? Es ist getan. Ich habe es. Ich habe die Kirche gerettet. Und Mr. Doherty auch. Meine Kutsche kommt, nun, aufwachen. Nicht einschlafen. Exzellenz. Machen Sie auf. Hey. Und dann tragen wir ihn. Ah, verdammt. Ja, leg den hinten drauf. Ja. Und oh, dann. Auf drei. Eins, zwei, drei. Ach du meine Güte. Marvel up. Yep.
Halt ihn fest. Oh! Jetzt weiter. Schaffen das, Mr. Montier, ja. Ich hab das schon im Griff. In Ordnung. Passen Sie auf den Mann auf, wir brauchen ihn vielleicht noch. Bitte? Also, wir brauchen ihn noch definitiv. Das ist aber ein bisschen der Coin. Wir brauchen ihn vielleicht noch, den Bischof. Na, nur vielleicht. Ja. Gut, alles gut. Noch ein Stück gewartet. Hey. Müsste nicht so weit tragen. So. Fabelhaft. Ich denke, das reicht. Und ich ziehe ihn etwas. Ja. Was ist denn jetzt? Der Kartischelf. Ich weiß es nicht. Bin jetzt überfahren? Der Kamura? Mura! Oh oh. Gut, ich klär das mit dem Bischof. Ich klär das mit dem Bischof. Ja. Bin rein. Und. Jetzt hoch oder runter, Mr. McCoin? Runter. Runter? Die Möcher unten. Gut. Ei. So, hier ist ein Bett. Babelhaft. Stinkt nach. Nacht, Eure Exzellenz. Mal vorsichtshalber eine Ärztin geholt. Fabelhaft. Gut. Bett gelegt. Ich glaube, er hat Fieber. Oh je. Sir? Riecht etwas nach Opium, also. Oh je. Guck mir mal den Wein an. Dann hat er ja erwähnt. Die Frage ist, wo sie den lagern. Wahrscheinlich im Keller. Ja, ich meine, den Wein geben sie ja auch bei der Kollektor aus, nicht wahr? Ja. Bin ich ansprechbar? Nein, nein, er ist völlig weg. Jeje. Schon mal zu oben, Mr. Takamura. Der Geruch kommt von hier. Bob. Ja, ja. Herr Mister. Der Bischof. Oje, oje. Hier. Wo kommt der Geruch her? Hier, von da unten. Da steht ein ganzes Fass. Das stinkt wie Hölle. Etwas riecht das. Ich hilf das eh. Beine. Oh Gott, das ist ja Wahnsinn. Ja, das ist... Hängt total mit Opium versetzt. Und haben die denn etwa... Ich... Vielleicht hat jemand versucht, ihn zu vergiften. Oh, gar nicht gut. Ja.
haben die den Wein ausgegeben im Gottesdienst? Ja, ja, ich habe alles in Ordnung. Nee, wir, also nicht. Wir haben nur Brot bekommen. Okay. Woran erinnern Sie sich zuletzt? Was? Wen haben Sie gerettet? Und die Kirche. Ich bin müde. Uff. Mein Herrn, können Sie ihn... Schmeckt bitter. Ja, unten ist ein ganzes Fass voll, das stinkt wie die Hölle. Nach was? Nach Opium. Nach Opium? Das ist total mit Opium versetzt, so wie es riecht. Vielleicht hat ihm jemand versucht zu vergiften. Scheiße. Das ist eigentlich der Messwein. Ein ganzes Fass voll. Das ist ja fast wie bei einem Chateau d'Or. Ja. Muss irgendjemand gemacht haben. Um auf den Turm. Können Sie es ja auch nochmal anschauen. Oder Sie. Anriechen. Helfen Sie. Gentlemen, der Mann will auch den Turm. Den Turm? Ja, dort da gehen Sie einfach nach unten. Sie riechen es gleich. Okay. Und dann helfen wir ihm. Ja. Exzellenz. Auf drei. Und drei. So müde. Sie auf den Turm schlafen, oder? Ich bin so müde. Barry. Wollen Sie ins Bett? Oh, Barry. Und Barry. Barry? Das ist der Pater. Mein Spitzname. Dios comnet spirituno. Ja, wie auch immer. Pariamentare. Sì, ich weiß. Essente omnipotente. Sì, was ist er? Viele grazie, Barry. Mister, ich möchte mich nicht in Ihre Untersuchung einmischen, aber ich habe in letzter Zeit oft gehört, dass Leute unter Narkose gesetzt. Oh Gott, wie sollen wir den hier hochbekommen? Ah, Nico Tentelio. Viele grazie. Oh nein. Bella tu mondo, como está? Ach scheiße, schaffen wir das irgendwie? Er muss sich ja selber hoch, das geht nicht. Halt die Moment. Ich kann ihn ja jetzt nicht mit hochziehen, das funktioniert nicht. Nein, das geht nicht. Nee. Bleiben Sie hier, Bischof, ja? Oh, müde. Ja, schlafen Sie. Ein bisschen schlafen. Ja. Und dann gute Nacht. Ja, ich denke, wir müssen raus ausschlafen. Morgen ist er wieder wie neu. Ja, hoffentlich. Nun. Wie im Hotel passiert sein? Das ist alles sehr merkwürdig. Und irgendjemand hat sich schon eingemischt. Ja, sieht ganz anders aus. Sie wirkte völlig normal, als sie uns verlassen hat. Ja. Vielleicht, ich vermute, wenn dann eher jemand, der sie da abgefangen hat in Richtung Hotel und dann, was mit ihr geschehen ist. Wissen Sie? Verstehe. Aber sie ist von Blackwater irgendwie nach Saint-Denis gekommen, ohne Erinnerung. Ihre letzte Erinnerung war noch aus Dublin. Das ist sehr beunruhigend. Ich hoffe, Sie haben Erfolg und finden denjenigen, der das tut. Ich habe auch den Namen Whisperer gehört. Ich weiß nicht, ob man das damit... Whisperer. Ja. Whisperer. Oh, ja. Mr. Mew hat was zum Whisperer. Guten Abend, Gott segne Sie. Guten Abend.